Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elder Scrolls Weekly, eure wöchentliche Dosis Elder Scrolls. Letztes Mal gab es ja keine wirkliche News-Ausgabe von Elder Scrolls Weekly, sondern mehr einen Überblick zu den Schlachtfeldern, die angekündigt wurden, zu den Spielmodi und eben auch den tatsächlichen Karten. Aber es gab ein paar News und die holen wir jetzt einmal in Kurzform zumindest nach. Die erste davon ist, dass es einfach relativ viele Infos gab zum Warden. Ursprünglich, zu dem Zeitpunkt, wo das Video gekommen ist, gab es noch relativ wenig, da gab es lediglich den einen Livestream. Aber seitdem sind diverse andere Sachen veröffentlicht worden, unter anderem eine Übersicht zu allen Talenten der neuen Klasse. Und ich habe auch bereits ein Video dazu veröffentlicht, bzw. gemacht, zum Tiergefährten, und die anderen werden wahrscheinlich auch noch folgen. Das nächste dazu wahrscheinlich am nächsten Montag, da geht es dann um den äh, grünes Gleichgewichtbaum, den Heilerbaum des Hüters. Und das letzte, hoffentlich dann die Woche drauf. Ich hatte ursprünglich angekündigt in dem weniger Videos-Video, dass ich weniger Zeit für Videos haben werde aufgrund von einer Prüfungssituation oder einer sehr langgezogenen Prüfungssituation. Und das ist auch durchaus korrekt und das meinte ich auch völlig ernst. Nur hatte ich dann äh, plötzlich Ostern und Zenemax hatte diese Talente eben alle veröffentlicht und ich hatte da ein wenig Zeit und hatte mir da eben schon mal ein bisschen was vorbereiten können. Also... Ich hoffe, dass das klappt mit den drei Videos dazu. Zumindest das erste wurde ja schon ziemlich gut angenommen und ich hoffe, dass die anderen beiden dann ebenfalls so gut funktionieren. Es macht mir auf jeden Fall Spaß, mich da in die Thematiken einzulesen und es ist auch das erste Mal seit langem, dass ich tatsächlich ein Video wieder komplett vorgeschrieben habe. Ich habe, glaube ich, fünf Seiten oder so äh, für den einen Talentbaum einfach geschrieben. Für den zweiten habe ich das auch schon so weit geschrieben. Also ja, ist. Äh, ist mal wieder eine nette Abwechslung, das ist wie die alten Teso-Casts und ein bisschen. Auch ein schöner Rückgriff deswegen, weil es ja auch Klassenspezial sind, die ich zu Teso ja damals auch gemacht hatte. Da allerdings noch alle drei in einem, also alle drei Talentbäume in einem Video. Jetzt habe ich festgestellt, bereits beim ersten, das sollte ich lieber aufteilen, sonst ist das irgendwann eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde lang. Aber so um die 10 zehn Minuten, 10-12 zehn, Minuten, das passt wahrscheinlich ganz gut als ausführliche Besprechung für einen Talentbaum. Die zweite News, auf die ich nicht eingegangen war. Ist ein Geburtstag. Denn Teso ist am 4.4.2017 drei geworden. Und ich möchte hier einfach mal die Entwickler zitieren, die dazu auch etwas geschrieben haben. Um diese drei turbulenten Jahre angemessen zu feiern, spendiert Zenemax euch eine dicke Torte für massig Erfahrungspunkte und extra Truhen aus täglichen und wöchentlichen Quests. Das heißt, sie äh, ja, akzeptieren es mittlerweile selbst und sagen es auch ganz offen. Der Start ist missglückt gewesen und hat nicht so gut funktioniert. Und erst mit der Umstellung auf buy to play mit dem äh, eine Unlimited Update und dann schlussendlich mit dem Abschaffen der Levelgrenzen in one Tamriel hat das Spiel so richtig die Wende zum Positiven genommen und steht mittlerweile auf einem ziemlich hohen Level da und hatte letztens, glaube ich sogar mal, neue Rekordzahlen der äh, gleichzeitig auf Steam aktiven Spiele. Ich bin mir nicht ganz sicher bei der Zahl. Ich meine, irgendwas um die 80.000 waren es. Und dazu muss man auch sagen, Steam ist wahrscheinlich die kleinste Plattform auf DT so ist. Es gibt ja noch die ganz normale Version über den Client und es gibt ja noch die beiden Konsolenversionen. Also kann man schon sagen, dem Spiel geht es relativ gut und demnächst mit Moron werden wahrscheinlich nochmal der, wird noch mal der ein oder andere Spieler hinzukommen. Die massig extra EP sind mittlerweile nicht mehr erhältlich. Es gab wieder mal diesen Jubiläumskuchen, durch den man glaube ich doppelte EP erhalten konnte. Aber mittlerweile ist der Kuchen einfach abgelaufen seit dem 18. Und daher kann man den nicht mehr erhalten. Aber im Endeffekt geht es sowieso in Teso ja nicht darum, möglichst schnell zu leveln. Zumindest für mich nicht. Zumindest ist das nicht der Grund, warum ich Teso spiele. Aber wir haben neben den alten News, zumindest die beiden großen News, auch noch äh, eine neue News auf jeden Fall. Und die ist ziemlich interessant, zumindest für mich. Denn es geht um die Zukunft des Spiels. Und zwar genauer gesagt um den Testserver zu Morrowind. Die Testphase ist nämlich mittlerweile gestartet, alles ist allerdings unter NDA, also es ist eine Verschwiegenheitsvereinbarung dort und keiner darf darüber irgendetwas sagen. Außer Alcast, der aus irgendeinem Grund Videos darüber gemacht hat. Keine Ahnung, warum er das durfte, aber es würde zumindest nicht gelöscht. Also durfte er wohl. Ähm, und scheinbar ist, wenn man davon Bilder zumindest zeigt, auch permanent die E-Mail-Adresse zu sehen. Also wenn man etwas postet, ein Screenshot oder ein Video, dann können die Entwickler das herausfinden und werden euch wahrscheinlich entsprechend bannen. Sie haben ja auch immer vorher genug darüber gewarnt. Ich bin nur so als kleiner Disclaimer nicht eingeladen worden, aber ich hätte ehrlich gesagt wahrscheinlich auch keine Zeit dafür gehabt. Also, naja, der Ärger hält sich da so ein bisschen in Grenzen. Ansonsten wird auch noch jede Woche neue äh, werden jede Woche neue Einladungen verschickt, so dass ihr quasi jede Woche neue Chance haben könntet, auf dem Test aber die ganzen Dinge ausprobieren zu können. Zumindest zum Testen, zumindest zum Feedback geben in den internen Foren. Es gibt ja wahrscheinlich wieder irgendwelche Testerforen, die nur für die Spieler dann tatsächlich da sind. Mal schauen. Ein paar Dinge können von allen ganz normal auf dem Testserver getestet werden. Äh, sie stehen allerdings auch aus irgendeinem Grund unter NDA. Also nicht mal das dürfte ich zeigen, obwohl der Testserver tatsächlich für jeden offen ist. Aber es gibt eben auch gewisse Dinge, die nur mit Morrowing zu tun haben. Und das, was dort getestet wird, steht definitiv unter NDA. Nämlich neue öffentliche Dungeons. Die neue Klasse, der Hüter, die Schlachtfelder und die neue Prüfung. Daneben gibt es aber noch diverse andere Neuerungen in dem Spiel. Und da haben wir jetzt nämlich eine Auflistung bekommen mit den Patch Notes zu 3.0.0, also der Morrowind Erweiterung. Die möchte ich jetzt einmal mit euch durchgehen. Da sind nämlich ein paar sehr interessante Sachen mit drin die man durchaus mal gehört haben sollte. Denn es verändert sich auch noch ein bisschen mehr, was man sonst vielleicht nicht erwartet hätte. Aber es gibt auch erstmal die ganzen klassischen Sachen. 15 neue Item-sets wird es geben. Es wird vier neue Crafting-Motive geben. Drei komplett neue Häuser wird es zu kaufen geben. Diverse Möbel und ähm, e Deko-Gegenstände auf Deutsch äh, gibt es dort auch. Es wird 21 neue Titel geben, die man für den Charakter erhalten kann. Und für das Färbesystem gibt es auch noch sechs neue Farben. Eine davon natürlich an den Hüter angelehnt, dieses da. Dazu gibt es aber auch noch diverse große Änderungen an bereits bestehenden Systemen. Zuerst so mal die Champion-Punkte. Sie werden angehoben um 30 und haben dann somit jetzt 630 Maximum. Aber damit einhergehend ist auch ein komplettes Rebalancing des ganzen Champion-Systems. Es wird hier eine Umverteilung der passiven Talente vorgenommen. Etwas, was vorher teuer war, wird jetzt vielleicht günstig sein und etwas, was vorher günstig war, könnte jetzt deutlich teurer sein. Sie haben das Ganze ein bisschen angepasst. Und haben auch noch den ganzen Mehr Diminished Ring Turns hinzugefügt. Das heißt, je mehr Punkte man investiert, desto schwächer steigt das an. Das heißt, die wenigen Punkte, die man investiert, ganz am Anfang, sind viel wert. Und wenn man dann irgendwann 50 oder so da drin hat in einem der Talente, dann ist es deutlich weniger wert und steigt fast gar nicht mehr. Sprich, wer viele Punkte investiert, wurde hier ja so ein bisschen genervt. Ziel des Ganzen ist es, dass man die Stärke von Spielern mit wenig Champion-Punkten und mit viel Champion-Punkten aneinander angleicht. Die Kritik kam ganz oftmals auf, und ihr werdet sie später in der äh, Diskussion zur alten Diskussion zu den Beiträgen dort auch noch sehen, dass Spiele, die sehr viele Champion-Punkte haben, einfach so viel stärker sind als welche, die wenig oder gar keine haben, dass es gerade in PvP zu riesigen Problemen geführt hat und auch in Dungeon-Konstellationen, ja, zumindest zu suboptimalen Situationen geführt hat. Daher wollen sie das Ganze jetzt aneinander angleichen. Daneben wird es auch eine neue Art geben, Skilllinien freizuschalten, die ich besonders interessant finde, denn sie gehen ein bisschen mehr in die äh, Roleplay-Richtung, könnte man schon fast sagen. Es also ist was für Roleplayer. Ja, ich dachte erst, hier gibt es ein anderes Wort, aber nein, Roleplay ist tatsächlich der richtige Begriff dafür. Die neue Art, Skilllinie freizuschalten, ist beispielsweise, wenn man drei Teile leichter Rüstung trägt, dann bekommt man die Skilllinie leichte Rüstung freigeschaltet. Vorher hat man sie nicht. Bisher war es ja so: Es gab alle, und man konnte Punkte reinsetzen und schon hatte man sie. Schön. Oder man hat eine leichte Rüstung getragen und wird besser in leichter Rüstung, wenn man damit gekämpft hat, wenn man damit rumgelaufen ist, etc. Jetzt muss man diese drei Teile tragen und dann bekommt man die Linie freigeschaltet. Also nichts wirklich Kompliziertes, nichts wirklich Aufwendiges, einfach nur eine Änderung. Die Waffenlinien werden zum Beispiel dadurch freigeschaltet, wenn man einen tödlichen Schlag mit einer Waffe austeilt, also ihr kämpft gegen einen Mob mit einem Schwert, dann schaltet ihr das vom Schwert frei. Ganz simpel. Beim Crafting muss man lediglich die Station besuchen. Dann wird es freigeschaltet, wenn man quasi die Grundlagen davon lernt, weil man den Beruf schon mal gesehen hat. Bei den Rassen ist es hingegen so, dass diese erst ab Level 5 freigeschaltet werden. Also ihr könnt nicht von Anfang an beispielsweise eure Kajit Passives scalen. Beim World PvP, also dem ganzen in Syro Deal, muss man Allianzpunkte erhalten und dann wird das freigeschaltet als Skilllinie. Und um das Ganze noch ein bisschen schöner darzustellen, wurden ein paar neue UI-Elemente hinzugefügt. Eine weitere Sache gibt es noch und zwar gibt es neue Dinge für Echtgeld. Ich habe es jetzt einfach mal unter diesem Oberbegriff zusammengefasst für alle Dinge, die es im Kronenshop gibt oder was ESO Plus betrifft. Zum einen hat man hier als ESO Plus Mitglied demnächst doppelten Bankplatz. Das heißt, man hat 20 zusätzliche Slots anstatt 10. Und im Kronenshop wird es mehr Charakter-Slots zum Kaufen geben. Das heißt, bis zu 14 verschiedene Chars sind dann möglich. Das haben sie natürlich wegen dem Hüter gemacht, der theoretisch alle drei Talentbäume des Hüters auch reinpacken kann. Und naja, wer möchte, kann sich die für echtes Geld dann eben hinzukaufen. Es wird ein weiteres System geben, namens Inverse Kinematic. Das heißt, dass sich die Füße besser mit dem Boden verbinden. Das ist ein Begriff aus der Charakteranimation und äh, sollte dann dazu führen, dass ein Charakter nicht plötzlich über dem Boden oder im Boden drin steht, sondern tatsächlich auf einer Oberfläche und auch verschiedene schräge Ebenen hochlaufen kann und das auch noch vernünftig aussieht. Und das vielleicht beste Feature von allem, was neu hinzugefügt wird, es wird neue Geschichten der Lehrlinge geben. Ja, die Stille ist äh, bezeichnend. Aber ich finde das tatsächlich interessant. Äh, Lehrlinge sind die Leute, die man sich für einen Beruf holen kann und die einem dann verschiedenes Zeug immer wieder zuschicken. Dabei schicken sie immer eine Nachricht, wo diese Sachen eben drin sind. Vermutlich liest sie eh niemand. Ich habe es nie getan. Und dadurch habe ich jetzt erfahren, dass sie Geschichten erzählen. Jedes Mal, wenn man eine Nachricht erhält, kriegt man einen neuen Teil einer Geschichte. Und. Jetzt sind komplett neue Geschichten dafür geschrieben werden, worden, die in den Nachrichten dann geschickt werden. Sie erscheinen allerdings erst, wenn man alle alten bereits gelesen hat. Also, ihr müsst euch erstmal durch die ganzen alten Geschichten durchlesen, bis ihr dann schlussendlich zu den neuen kommt. Und daran anschließend möchte ich auch gleich die neue Diskussion mit euch hier einmal durchsprechen, denn ich möchte von euch mal wieder eine gewisse Geschichtsstunde haben. Wir hatten das bereits einmal gemacht, wo ihr von eurem Charakter erzählen solltet, und ich finde, das hat hervorragende Beiträge ergeben. Und jetzt möchte ich daher von euch nochmal etwas Ähnliches haben. Was für Geschichten würdet ihr schreiben, wenn ihr jemandes Lehrling wärt? Also ja. Ich möchte mal wieder etwas zu lesen haben von euch. Schreibt mir einfach eure Geschichten, von euren Reisen auf der Suche nach wertvollen Erzen, nach seltenen Stoffen oder nach edlen Holzsorten. Ihr könnt natürlich auch gerne dabei auf die Geschichten zurückgreifen, die euch eure Lehrlinge bereits erzählt haben. Denn äh, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es sie überhaupt gibt. Und daher habe ich sie auch noch nie gelesen. Für mich war das schon eine Neuigkeit, dass sie das überhaupt machen. Vielleicht sollte ich mir dann in Morrowind auch mal wieder Lehrlinge einstellen, damit sie mir Geschichten entsehen können. Bis dahin müsst ihr diese Aufgabe mal übernehmen und dann machen wir das nächste Mal wieder eine kleine Geschichtsstunde daraus. Und ich hoffe, dass da ein paar mehr positivere Beispiele auch darum herumkommen, denn die zur letzten Diskussionen waren zum einen nicht sonderlich zahlreich, zum anderen aber auch sehr negativ. Die Diskussion ging eher um irgendwelche anderen Themen. Naja, ist halt ein bisschen abgedriftet dabei. Aber. Insgesamt kamen überhaupt, äh, überhaupt Kommentare dazu und da möchte ich trotzdem auf welche eingehen. Und der erste davon kommt von Barney Jones. Ich habe hier seit Oktober nicht mehr gespielt und muss sagen, das PvP ist immer noch broke. Entweder treffe ich auf 600 champion Punkt one shot builds oder ich treffe auf 600 Punkt champion, champion Punkt one shot builds oder in Dawn klingen nur Zergs. Circa 90% der Spieler von 1 bis 300 sind absolute Noobs. Und sind nur am zergen. Und dann sind da eben die 600 Punkte über Bros, denen du kein HP abziehst. Sehr viele Zahlen da drin, Entschuldigung fürs äh, etwas holprige Vorlesen. Ich hatte das eben ja schon erwähnt mit dem Erheben der Champion-Punkte und auch mit dem Rebalancing des gesamten Systems. Es ist einfach ein Riesenproblem mittlerweile, wenn man diese Riesenabstände davon hat, von einem Spieler, der gerade auf Max-Level ankommt, bis zu einem, der schon seit... Stunden dabei ist und dementsprechend schon 600 oder dem 630 Champion-Punkte hat. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich dann zu einer Lösung führt, aber gerade im PvP stelle ich mir das äußerst nervtötend vor und ja, ich hoffe, dass wirklich das Rebalancing da an der Stelle weiterhelfen kann, denn so klingt das doch absolut frustrierend und hat auch dazu geführt, dass das PvP wahrscheinlich grundsätzlich im Moment sehr negativ aufgefasst wird. Es gibt ja schon seit Release die Diskussion über Lags auch beispielsweise und das führt halt zu keinem sonderlich guten Gesamtbild des Ganzen. Aber ich habe noch einen zweiten Kommentar rausgesucht, der auch zum Thema war und der zumindest positiv war. Und ich glaube, es war einer von gerade mal zwei Kommentaren, die überhaupt positiv zu diesem Thema waren. Und daher, um einen schönen runden Abschluss hier zu machen, möchte ich zumindest einen positiven, einen Kommentar aus der Casual Gamer-Richtung, so wie ich es auch bin, hier mal auch vortragen. Und zwar von Flagnack 95. Ich finde die Schlachtfelder klingen richtig gut. Sie sind grundverschieden, das reizt den Spaßfaktor nochmal stark aus. Somit ist bestimmt für jeden etwas dabei. Von den Landschaften klingt es sowohl interessant als auch schön. Die drei verschiedenen Arten von Kämpfen finde ich gut. Sie sind klassisch, gegebenenfalls leicht abgewandelt bzw. auf Teso angepasst. Was will man mehr? Dass es eine Fraktion gegen Fraktion gegen Fraktion wird, finde ich richtig gut. So wird es definitiv interessanter und passt sich dem Grundgedanken von Teso an. Man sieht hier eben schön den Kontrast zwischen den beiden. Der eine ist wahrscheinlich ein Hardcore-PvP-Spieler, der andere ist eher der Casual-Gamer, so wie ich mich hier in dem Fall auch bezeichnen würde. Und hier hat man halt diesen riesen Kontrast. Die einen wollen immer der Beste vom Besten sein, der andere will einfach nur hin und wieder mal reinschalten, in der Tag kleine Abwechslung haben. Und genau das ist halt das Grundproblem von vielen MMOs. Was ist die Spielerschaft, die man ansprechen möchte? Und hier muss ich seine Max dann in Zukunft auch mal etwas mehr positionieren und dann wird man sehen für welche Richtung die tatsächlich das PvP dann auslegen werden. Ob sie hingehen und noch ein bisschen Feintuning betreiben und das Ganze entweder mehr ja, in Richtung der Hardcore-Spieler trimmen, damit die vielleicht etwas haben, vielleicht sogar einen neuen Modus einführen, wo extra die sind, ab einem gewissen Champion-Wert. Oder Leute, die das äh, mit Ranglisten betreiben wollen, wäre das zum Beispiel eine gute Lösung dafür. Aber ich würde dem Casual-Spieler hier an der Stelle einfach zustimmen und sagen, hey, für mich klingen sie interessant. Ich will nicht unbedingt das beste Balancing haben, aber ich will eine reale, reelle Chance haben. Ich will einfach meinen Spaß als nette Abwechslung zwischendurch haben. Aber da haben einige Leute scheinbar eine ganz andere Meinung zu und äh, ihr könnt euch die Kommentare unter dem anderen Video durchlesen, dann werdet ihr schnell verstehen, was ich meine. Und das war es dann auch mit einer wieder mal etwas längeren Ausgabe zumindest von Elder Scrolls Weekly und wir sehen uns spätestens nächsten Montag wieder. Wenn alles gut geht, schon mal Daumen drücken mit einem Klassenspezial zum Hüter grünes Gleichgewicht. Ja, das klingt doof. Wir sollten Gleichgewicht Hüter sagen. Das passt auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.